Hallo ihr Lieben, ist die Kiria. Ich habe ganz viele Nachrichten erhalten, nachdem ich neulich gepostet habe, dass mein Partner und ich uns getrennt haben vor ein paar Wochen. Und das waren viele Nachrichten, die sehr dankbar waren, dass ich das so geteilt habe, auch dass es uns noch total gut geht miteinander und dass wir eine ganz schöne Freundschaft haben miteinander. Und es waren auch viele, die mich angeregt haben, darüber nachzudenken, was denn eine erfolgreiche Beziehung ist. Oder auch Menschen, wo ich gemerkt habe, da steckt auch ein Glaube dahinter, dass eine Beziehung dann erfolgreich ist, wenn sie möglichst lange anhält und wenn man irgendwie dran bleibt und dass wenn wir eine Beziehung beenden, dass wir es dann nicht geschafft haben. Ich kenne diese Gedanken auch. Ich war ja auch, manche wissen das, ich war schon zweimal verheiratet, bin zweimal geschieden und das war jetzt meine dritte größere Beziehung und die ging jetzt knapp 3 Jahre. Und ich glaube nicht, dass eine Beziehung daran gemessen werden kann, wie lange sie hält. Aber ich weiß, dass manche das daran messen. Denn es gibt so viele Beziehungen, die sehr lange vielleicht andauern, aber wo die Menschen gar nicht glücklich sind, wo sie vielleicht nicht in ihrer Kraft sind und auch sich gegenseitig nicht unterstützen. Und wir haben noch einen sehr guten Kontakt und wir sind auch sehr in einem tiefen Austausch immer wieder und sind auch gute Freunde. Und das finde ich total viel wert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir etwas nicht geschafft hätten, dass wir es nicht geschafft haben, zusammen zu bleiben, sondern für mich geht es auch darum, kann ich mit diesem Menschen wachsen? Und ich kann manchmal mit einem Menschen wachsen, mit dem ich in Beziehung bin. Und ich kann auch manchmal darüber wachsen oder dadurch wachsen, dass ich diese Beziehung wieder auflöse oder vielleicht auch verändere. Und es ist mir wichtig, dass mehr Intimität mit mir und mit dem anderen entsteht in der Beziehung. Eben, dass wir miteinander wachsen können. Und wohin dieses Wachsen geht, das weiß ich am Anfang nicht. Und ob es jetzt der beste Weg ist, dass man zusammenbleibt oder ob der beste Weg ist, manchmal wieder auseinanderzugehen, wie auch immer. Das finde ich, ist nicht festgelegt. Es ist nicht auf jeden Fall immer besser, zusammen zu bleiben. Zumindest nicht in meinen Augen. Auch wenn ich eigentlich sehr traditionell bin und altmodisch und durchaus auch immer noch eine Freundin bin von Ehe und Familie und zusammenbleiben. Aber nicht um jeden Preis, weil für mich geht es auf jeden Fall immer in erster Linie darum, dass es mir gut geht. Ja, das magst du vielleicht auch als egoistisch empfinden. Ich finde auch einen gesunden Egoismus ganz wertvoll, ja, weil niemand hat was davon, auch mein Partner nicht und meine Familie nicht, wenn es mir nicht gut geht. Also wenn ich in einer Beziehung bleibe, in der es mir nicht gut geht, profitiert da niemand von. Es ging jetzt nicht darum, dass es mir in dieser Beziehung nicht gut ging, aber ich hatte meine Gründe, oder wir hatten unsere Gründe, diese Beziehung zu beenden. Und ich habe auch gesagt, dass ich im Moment da noch nicht bereit bin, mehr darüber zu erzählen, auch wenn ich weiß, dass viele da total neugierig sind. Vielleicht teile ich das irgendwann und vielleicht auch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Wenn ich das spüre, dass ich das darüber was teilen will, dann werde ich das tun. Und wenn nicht, dann bleibt es mein Geheimnis. Aber ich möchte dich inspirieren, darüber nachzudenken, mal zu spüren, was macht denn für dich ein Beziehungserfolg aus? Wann hast du das Gefühl, das ist eine gute Beziehung? Ich bin gerne in dieser Beziehung. Wachse ich noch in dieser Beziehung? Ist es dir am wichtigsten, dass es möglichst lange hält und das Außen das Gefühl hat, das ist eine funktionierende Beziehung? Ja, manche haben zum Beispiel auch gedacht, ich habe gedacht, das ist bei denen so harmonisch und das klappt gut. Das ist es auch gewesen. Es ist auch immer noch harmonisch. Und es kann trotzdem Gründe geben, warum man wieder getrennte Wege geht. Und so gehen wir getrennte Wege und manchmal sogar noch händchenhaltend in einem nahen Kontakt. Und da wissen wir auch noch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Also was macht für dich eine gute Beziehung aus? Was macht eine Beziehung für dich erfolgreich, dass du das Gefühl hast, ja, das ist gut für mich, so will ich das. Auf bald.